Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein komplett neues Format und ich bin super gespannt, wie ihr dieses findet. Denn ihr wisst es, ich gehe regelmäßig in die Drogerien und schaue vor Ort, was es Neues, Spannendes gibt. Und dieses Format wird natürlich auch bleiben. Ich dachte mir aber, es gibt etwas, das ich persönlich selber absolut gar nicht nutze und mir dadurch eine Menge Geld durch die Lappen geht. Und wir sind hier immer noch bei Team Günstmaus und wollen immer noch die besten Angebote haben. Und es gibt ein Prospekt. Und in diesem Prospekt sind alle Angebote nochmal zusammengepasst. Und ganz ehrlich, ich habe keine Zeit. Gut, jetzt habe ich die Zeit, aber vielleicht habt ihr die Zeit nicht, durch dieses Prospekt durchzugehen und zu schauen, was gibt es Neues. Wir besprechen die Produkte, die dort mit drin sind und schauen einfach mal, was es Neues oder vielleicht auch im Angebot gibt. Und ich gebe da meinen Senf dazu. Es gibt wenige Dinge, die ich gut kann, aber Senf dazu geben ist was Gutes. Und deswegen rutschen wir einmal beiseite. Ihr seht hier dann einmal gleich das Prospekt und das ist auch sehr, sehr schön animiert. Ich habe das Ganze in der Rossmann-App drin. Es gibt dieses Prospekt ab und zu im Briefkasten. Hier bei uns in Brandenburg kommt es zum Beispiel aber gar nicht erst an. Wir haben nicht stehen, keine Werbung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber wir haben ja diese Rossmann-App, die benutze ich übrigens rigoros. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, denn da gibt es immer diese 10%. Ganz, ganz wichtig, das ist kein bezahltes Video, das ist keine Kooperation oder so. Aber ich dachte mir, es ist vielleicht mal ganz cool. Ich wollte euch eine Sache zeigen. Ihr habt ja hier die Kundenkarte. Und da seht ihr, wie ich schon 237 Euro gespart habe. Und ganz ehrlich, 237 Euro ist schon eine wirklich gute, gute Summe. Davon kann man viele andere Sachen kaufen. Okay, hier seht ihr einmal diese 10%, gibt es eigentlich immer. 2 Euro Rabatt auf Intuition, 50% Rabatt auf Garnier Wahre Schätze. Da mag ich die schwarze, die da mit drauf ist, die mag ich ganz gerne. Diese Warenschätze Hafermilch ist nicht so meins, ich finde da sehen die Haare immer so ein bisschen fettig aus. Und wir haben was Neues von CD, die Body-Serie. Ich kenne nur den Spruch, an meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Von CD habe ich tatsächlich wirklich gar keine Ahnung. Ich habe noch nie was von dem benutzt, glaube ich. Vielleicht habt ihr ja dazu eine Meinung. Ich zeige euch das einfach, damit ihr schon mal wisst, was es gerade Aktuelles gibt. Isana Perfect Shape Rasierer sind im Prinzip genau das gleiche wie die Wilkinson Rasierer und ich meine sogar auch diese Hey Astrid Rasierer, diese typischen Influencer Rasierer. Die können vielleicht sehr, sehr gut sein. Ich habe aber schon von vielen gehört, dass es dieselben Rasierer sind. Das ist halt eine gängige Praxis, ne? Dass eine Produktion viele Sachen produziert und dann halt an die teurer, an die günstiger im Endkaufpreis vertreibt. Das ist wie mit, wenn ihr Fischfilet Bordelais kauft. Das ist einmal in der Jahrverpackung und einmal in der Iglo-Verpackung. Die Iglo-Verpackung kostet natürlich nur ein bisschen mehr. Das Produkt am Ende des Tages ist eigentlich dasselbe. Nivea hat eine Sonnenpflege und es gibt 2 Euro Rabatt auf alle Nivea Sonnenpflegen und 20% Rabatt auf die Gillette Intimrasur-Produkte, egal ob Rasierer oder Pflege. Nivea hat im Moment auch viele Angebote. Auf Nivea Limited Editions gibt es beispielsweise 2 und 1 gratis. Da wird dann meistens kaufe 2 aus der und der Reihe und dann kriegst du das eine oder das andere gratis. Sowas ist immer eine gute Sache, wenn man weiß, okay, ihr kauft immer das Deo von Nivea und das Duschgel von Nivea, dann nehmt das Duschgel zweimal mit und dann habt ihr das Deo gratis. So funktioniert das immer ganz gut und ich finde dieses System Couponing auch ziemlich cool, aber dafür gibt es in Deutschland, glaube ich, zu wenig Coupons, oder? Habt ihr so einen Kanal schon mal in Deutschland entdeckt, der das regelmäßig macht? Dann schreibt mir das unbedingt, weil ich finde das wirklich toll. Das nächste ist eine tolle Sache, das wird vielen von euch gefallen. Das ist das 20% Rabattgeschenk auf alle Rexona Maximum Protection Produkte. Und ich weiß, dass gefühlt jede dritte von euch diese Rexona Deos benutzt. Also da kann man natürlich immer gut sparen. Hier haben wir auch nochmal was von Nivea und Freiöl, die Make-up, Gillette-Produkte, Dresdner Essenz 20%. Also das könnt ihr euch wirklich mal durchschauen, da kommt auch immer wieder was Neues mit rein. Aber wir wollen ja heute mal in das Prospekt gehen, weil das ist etwas, was ich mir wirklich nie anschaue. Ich schaue mir immer an, was gibt es in diesen 10 oder 20% oder 2 plus 1 gratis. Aber das Prospekt selber schaue ich mir nie an. Und da ist das ein oder andere wirklich mir schon entgangen. Gerade wenn ich hier so sehe, zum Beispiel Kaffee. Ist jetzt eine random Side-Notiz, aber ich kaufe immer Kaffee bei Rewe.
Der kostet manchmal 9 Euro, manchmal kostet er 6 Euro und manchmal kostet er 12 Euro. Und jetzt wüsste ich, okay, der gute Dallmayr Kaffee kostet im Moment nur 9,99 Euro. Dann weiß ich doch, dass ich bei meinem nächsten Rossmann-Gang auch ein bisschen Kaffee mitnehme. Wir haben hier so ein paar Basics. Die erste Seite ist immer so ein bisschen zusammengemischt mit ein paar Informationen. Es wird aber gleich ganz spannend. Es gibt ein Prospekt für extra für den Schulstart. Es gibt nochmal ein separates Prospekt in der App. Aber hier jetzt noch ein paar Sachen, die da mit drin sind. Wir haben bei der Ideenwelt beispielsweise eine Bluetooth-Tastatur, ein paar verschiedene Spielzeuge. Ich finde die Holzspielzeugprodukte immer sehr, 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 sehr gut und super spannend. Und auch die Lego-Produkte weiß ich, dass man da vielleicht auch schon mal so ein kleines Schnapperchen Richtung Weihnachten machen kann. Jetzt kommen wir zu den Düften. Und ich finde, Düfte in der Drogerie kaufen macht immer, ich weiß es nicht, vielleicht geht es mir da so, wenn ich in eine Parfümerie gehe. Es gibt diese Parfümerien und es gibt diese Parfümerien. Und in den klassischen Parfümerien, die wir kennen, ne, so Douglas, weiß ich nicht. Ich fühle mich da ehrlich gesagt immer so ein bisschen unwohl, weil ich mich nicht traue, da rumzusprühen. Also ich sprühe ja nicht durch den Raum, sondern ich will was probieren. Ich sprühe es mir dann auf den Tester und dann gefällt es mir oder gefällt es mir nicht. Aber ich fühle mich immer so beobachtet von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, hier bei mir in der Filiale zumindest. Und dann, hey, kann ich Ihnen helfen? Wollen Sie nicht das nochmal probieren? Ich mag das persönlich nicht so gerne. Wenn ich eine Frage habe, dann gehe ich da ja immer auch ohne Probleme auf die zu. Und in der Drogerie habe ich mehr Zeit. Das ist aber eine ganz, ganz persönliche Sache. Und es gibt viele spannende Düfte, gerade stark reduziert. Anstatt 44,95 beispielsweise von Burberry Woman für 19,99 Euro oder von Playboy den Body Mist für 5,99 Euro. Jorge González hat ein neues Parfum rausgebracht. Freunde, wir brauchen jemanden, der mit mir ein Parfum rausbringt. Es ist wirklich mein Ziel fürs nächste Jahr. Ich habe drei Düfte, die ich haben möchte. Sie stehen, sie sind perfekt und sie dürfen... Ich habe sogar selber welche angemischt. Also sie stehen. Und Jorge González hat jetzt auch welche rausgebracht. Edition Oro, Plata und Felicidad Eau de Parfum für 9,99 €. Das Naomi Campbell Parfum ist auch ein sehr, 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 sehr beliebtes und gibt es jetzt für 7,49 €. Bei den Herren, beziehungsweise die etwas herberen Düfte von Eigner sehr viele, Otto Kern, Jaguar und Dracar Noir, habe ich persönlich noch nie gehört. Aber es geht natürlich auch noch weiter. Wir haben Donna Karen New York, Fresh Blossom. Wir haben Jette Eau de Parfum. Wir haben Elizabeth Arden, Fifth Avenue. Sieht auch toll aus, der Flakon. Oder wir haben Casimir von Kashmir von Chopard. Sieht sehr, 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 sehr toll aus. Könnte so ein Duft für mich sein. Ich mag diese orientalischen Düfte sehr gerne. Habe ich neulich gesagt. Hat jemand mich gefragt, du riechst so toll, wonach riechst du so gerne? Und dann habe ich gesagt, naja, es gibt verschiedene Gefühle, wonach ich riechen möchte. Einmal möchte ich riechen wie ein Prinz, sehr rauchig, sehr udig, sehr Weihrauch, Sandelholz. Dann gibt es Tage, an denen möchte ich einfach frisch riechen, so ein bisschen aquatisch, ein bisschen zitrisch. Und dann gibt es die Tage, da möchte ich riechen wie... Das kann ich hier nicht sagen. Dann möchte ich riechen. Das kann ich nicht sagen. Dann möchte ich riechen. Ja, das war ein falscher Blick. Ihr wisst, was ich meine. Ich möchte einfach riechen wie so ein Schnitzel. Richtig. Ah, toll. Und das könnte so ein Prinzenduft sein. Da darf ich jetzt nicht zu viel sagen, sonst wird das Video demonetarisiert. Im echten Leben konnte ich das sagen. Ich möchte manchmal einfach riechen wie so eine richtige... Wie kann ich das umschreiben? Wir lassen es einfach. Okay, wir haben Düfte, wir haben Haarpflege. 50% mit diesem Coupon. Den könnt ihr euch einfach abfotografieren und da habt ihr... dann entweder diesen Coupon, diesen QR-Code oder ihr habt das ja auch in der App, das hatte ich euch ja vorhin schon gezeigt, da gibt es dann 50% auf wahre Schätze. Bei dem Head & Shoulders bin ich ein bisschen überrascht, weil das mittlerweile 6,29 € kostet. Ich erinnere mich an
Zeiten früher, da hat das, glaube ich, 3,99 € gekostet. Und das fand ich damals schon recht teuer. Also da wäre ich immer so ein bisschen vorsichtig, aber dafür lohnt sich sowas, ne? Manchmal ist es dann auch vielleicht bei Rewe günstiger, muss man dazu auch sagen. Wir haben Pflegeprodukte für die Haare von Alterra, von Pantene Pro V eine Kur und Shampoo und Spülung sind im Angebot oder von John Frieda Frizz Ease. Haare ist jetzt offensichtlich nicht so mein Thema, aber jetzt wird es richtig, richtig spannend. Es gibt nämlich 20% auf dekorative Kosmetik für den Teint von Maybelline und Max Factor und auf dekorative Kosmetik für die Lippen von Maybelline und Max Factor. Und von Rival de Loop gibt es auch ein Angebot: 3-in-1 Multi-Effect Mascara oder Eyebrow Soap Microblading Pencil. Super Sache. Ich mag das ganz gerne. Ne? Wenn ich weiß, ich wollte schon immer mal die Max Factor Facefinity 3-in-1 Foundation probieren, dann warte ich auf so eine Situation, wo es dann 20%. Nein, ich muss es korrigieren. Mache ich heute nicht mehr, weil ich das Video schnellstmöglich haben möchte. Aber früher habe ich das immer ganz gerne gemacht. Wenn ich gesagt habe, okay, ich möchte was Neues ausprobieren aus der Drogerie, dann habe ich immer geschaut, okay, wann gibt es ein Angebot dafür oder gibt es gerade einen 10%-Code, dann kann man das dann ganz kaufen. Was ich aber sehr, 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 sehr spannend finde für euch, ist der super Spartipp. Gratis dazu gibt es das AHA-PHA-Peeling von No Cosmetics und das liebe ich mittlerweile sehr. Ich hatte euch das neulich gezeigt in einem Haul und seitdem nutze ich das wirklich regelmäßig. Und wenn du den Liquid Refiner und den Liquid Hydrator zusammenkaufst, dann gibt es das andere gratis. Also du sparst da schon, ich glaube, 6 € oder so. Das ist sehr, sehr gut. Und diese drei Produkte zusammen sind halt auch sehr, sehr gut. Ich glaube, ihr könnt mir da folgen, wenn ihr wisst, dass ihr die Produkte vielleicht schon mal benutzt habt. Da lohnt sich das sowas dann im Backup zu kaufen. Wir haben die L'Oreal Revitalift Laserreihe für 13,99 €, die Age Perfect Extra Reihe für 9,45 € und die Antifalten Expert Feuchtigkeitspflege für 3,79 €. Weiter geht es mit ein bisschen Sonnenprodukten von Isana, von Hawaiian Tropic für 5,99 €. Und eine Sache habe ich vorhin gesehen, die hat mich massiv geärgert, die ist jetzt hier nicht mit drin. Es gab ein Produkt von Nivea, glaube ich, mit Lichtschutzfaktor 6, ein Bräunungsöl. Ich persönlich finde, dass solche Produkte eigentlich nicht auf den Markt kommen sollen dürfen. Weil das wirklich, wirklich gefährlich ist. Lichtschutzfaktor 6 ist schon eigentlich lächerlich und dann auch noch mit einem Bräunungsöl zusammen. Also, wir kennen uns mittlerweile aus und jede kann natürlich machen, was man will. Man geht in die Sonne, man geht nicht in die Sonne, man trägt Sonnencreme, man trägt keine Sonnencreme. Aber es impliziert mir, wenn du sagst, hier ist ein Bräunungsöl, das hat Lichtschutzfaktor mit drin. Die wenigsten wissen, was Lichtschutzfaktor 6 bedeutet im Vergleich zu Lichtschutzfaktor 50, was es wirklich bedeutet. Und dann aber sagst, es ist ein Bräunungsöl, dann schmier ich mir das ein. Denke, oh, ich habe ja Lichtschutzfaktor drauf, ist total gesund, hab dann aber ein Öl drauf und sehe am Ende des Tages aus wie ein Bräuler vom. Kennt ihr das so? Vor Edeka gibt es immer so Hühnchenstände. Und so siehst du danach aus. Und das ist halt. Es ist hübsch. Aber es ist nicht gesund. Und wenn das ist dieser Zwiespalt dazwischen, das finde ich bei solchen Produkten schwierig. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe solche Produkte bestimmt schon seit 5 Jahren nicht mehr gekauft. Vielleicht stehen da mittlerweile auch Warnhinweise drauf. Ich möchte es euch nur noch mal sagen, wenn ihr ein Bräunungsöl kauft und dann auch noch einen Lichtschutzfaktor von 6 drin habt, dann könnt ihr euch das sparen. Hier, das ist jetzt nicht so spannend, aber wir haben hier. Oh, hier, die Kaufmanns Haut- und Kindercreme für 1,85 € mag ich persönlich super, super gerne. Und auch diese Klosteine finde ich sehr, also die haben wir immer. Wir haben drei Toiletten hier und die braucht man dann immer. Und dafür lohnt sich das dann dieses Dreierpack immer ganz gut. Manchmal gibt es auch noch einen Viererpack, aber man muss immer so ein bisschen aufpassen, was teurer ist und was günstiger ist. Manchmal ist die Eigenmarke günstiger, manchmal ist die Marke ein bisschen günstiger. Muss man dann immer schauen. Da steht hier dann immer meistens der Kilopreis drauf. Und wenn man drei und drei Produkte hat, dann kann man sich das ja so ein bisschen grob durch den Kopf rechnen. Bei Frosch gibt es dieses Frosch-Flüssigwaschmittel für 4,29 €. Haben wir das hier oben. Ich habe neulich gesehen, dass es auch von Frosch jetzt Refill für diese Reiniger gibt. Das möchte ich mir unbedingt kaufen, weil Frosch ist schon sehr, sehr gut. Und wenn man die Sachen dann neu befüllen kann, noch besser. Und wir haben 20% Rabatt auf Mückenschutzprodukte, 20% Rabatt auf Cura, Prox, auf Detox, auf Sumi, auf Veet, auf
Satisfyer-Produkte und Pin-Up-Secrets. Und hier hinten seht ihr auch nochmal, was es online gibt. Es gibt eine neue Zahnbürste von Happy Brush mit, ich glaube, es sind die Minions. Ja, mit den Minions für 49,99. Einen Epilierer, da habe ich größte Angst vor. Und ihr seht hier unten auch schon die neue Marke, die es jetzt online bei Rossmann gibt. NAM, Namen, ich weiß es nicht. Das Video ist Freitag online gegangen. Ich habe es euch hier neulich einmal verlinkt. Sehr, 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 sehr gute Produkte. Lohnt sich wirklich. Und gerade jetzt mit 30%. Wenn euch was interessiert habt, rennt. Oh, es gehen die CDs und DVDs scheinbar raus. Deswegen gibt es jetzt 40% auf CDs und DVDs bei Rossmann. Eine sehr, sehr gute Sache. Und es gibt, ich zeige euch das nochmal ganz schnell, das Schreibwaren- und Schulaktionen-Prospekt. Auch da gibt es ein paar Angebote, ein paar Feinliner. Ein Uhu-Stift anstatt 3,09 € für 2,29 €. Perfekt zum Schulstart. Ich weiß, es ist bei manchen noch ein bisschen hin, aber wer ein bisschen sparen kann. Ich finde, das ist etwas. Vielleicht sollten wir das öfter tun. Ich liebe sparen. Ich liebe es, Geld zu sparen. Was macht einfach Spaß, ne? So Schnäppchen machen. Ich bin, ne, so ein richtiges Schnäppchenopfer. Finde ich super, macht Spaß. Aber man muss sich dafür wirklich so ein bisschen die Zeit nehmen. Und vielleicht, wenn euch das Format so oder noch ein bisschen anders gefällt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Auch gerne mit Verbesserungsvorschlägen, was ich noch anders machen könnte in diesem neuen Format. Dass ich euch beispielsweise wirklich die besten Angebote raussuche und dann auch vergleiche mit vielleicht anderen. Weiß nicht, Klostein gibt es auch manchmal bei Rewe so ungefähr. Das raussuche, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten eine wichtige, wichtige, wichtige Erinnerung. Freunde, Donnerstag kommt mein Launch-Video. Bis zum nächsten Mal.